Ist die Bandbreite deiner Grafikkarte auch um die Hälfte kastriert, nur weil du eine M2 eingebaut hast? Bastelnerd deckt auf. Die Tücken des Intel Z690 Chipsatz. Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und ich baue dir den besten Custom-PC zu deinem Budget. Und heute ist das Budget etwas höher, denn wir haben hier ein ROG Maximus Z690 Extreme. Karton siehst du auch hier. Und wir hatten dann gestern im Livestream auf twitch.tv/bastelnerd eine angeregte Diskussion, denn ich wollte auf dieses Board, wie es so üblicherweise üblich ist, die erste M2 SSD hier oben in diesen Slot einbauen, also den unter der CPU. Hier kommt Grafikkarte und dann hätte man hier auch noch unten drunter zwei Slots. Doch dann fiel mir dieser Aufkleber hier auf dem auf gut Deutsch steht, dass dieser Slot Lanes shared mit den X16 Slots und du da bitte dafür das Handbuch zu Hilfe nehmen sollst, um mehr Informationen zu erhalten. Das habe ich dann auch getan und kam auf den folgenden Schluss. Und zwar steht hier, wenn ich eine Grafikkarte in den oberen Slot reinmache, ist die X16 angebunden. Option 2, ich mache in den Slot eine Grafikkarte rein und hier von mir aus noch eine Grafikkarte oder eine andere Karte. Dann sind beide mit jeweils 8 angebunden, was auch so üblich ist. Baue ich jedoch in den oberen Slot eine M.2 SSD rein, ist die mit X4 angebunden und der obere Grafikkartenslot mit X8 und der andere ist deaktiviert, also der untere. So, daraufhin gab es dann eine angeregte Diskussion, da einige Zuschauer meinten, ja, das trifft nur zu, wenn du hier oben eine 5.0 SSD einbaust, also eine PCI Express 5.0 angebundene M.2 SSD. Ich habe gesagt, das ist völlig egal, ob die PCI 3.0, 4.0, 5.0 oder von mir aus 2.0 angebunden ist, denn Lanes sind halt die Lanes, also die Leitungen, die dahin gehen. Und letztendlich sind es die Datenautobahn und wie schnell auf der Autobahn gefahren wird, ist völlig egal. Denn hier steht drin, die Leitungen werden halt aufgeteilt, wenn ich da oben eine SSD einbaue. Und ja, egal ob die jetzt 4.0 oder 3.0 angebunden ist. Dafür, um das jetzt zu verifizieren, wie das jetzt ist, habe ich hier eine ganz normale 3.0 M.2 SSD. Die werde ich jetzt hier oben einbauen und natürlich Prozessor und so weiter, Netzteil muss dort dran und das hier einmal einen offenen Testaufbau testen, um dann herauszufinden und belegen zu können, dass der Bastelnerd da im Recht ist. Ob das so ist, werden wir sehen. Wenn ich im Unrecht bin, dann nehme ich auch gerne die Schuld auf mich, habe ich gar kein Problem mit, aber es steht halt so in dem Handbuch drin und in dem Handbuch steht nicht extra drin, trifft nur zu bei einer 5.0 SSD. Ja. Dann machen wir das jetzt. Ich baue das System mal kurz auf und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das System läuft. Angekommen im Windows. Und dann schauen wir jetzt mal, was uns GPU-Z sagt. Ich bin schon ganz gespannt. So, und wenn wir jetzt hier in GPU-Z gucken, sehen wir, die Grafikkarte unterstützt X16 4.0. Aktuell sind wir angebunden mit 8-fach 1.1, weil wir natürlich jetzt mehr oder weniger im Desktop-Betrieb befinden. Dafür gibt es ja hier den Render-Test. Und ja, siehe da, was hat Bastelnerd gesagt?
Ja, wir sind nur mit X8-fach verbunden, ne? Zwar 4.0, aber X8 und nicht X16. Weil wir im oberen Slot eine SSD haben, eine M.2 SSD. Um das Ganze jetzt zu verifizieren, werde ich jetzt nochmal die SSD umbauen in einen von den unteren Slots und dann sehen wir ja, was dann los ist. So, alles umgebaut, dann erneuter Start. Also, letzter müssen wir es so wieder anmachen. SSD ist jetzt von da in den unter der Grafikkarte gewandert. Und dann schauen wir jetzt mal. GPU-Z aktivieren. Und ich sehe so schon, die Grafikkarte meldet folgende Unterstützung X16 vierfach. Und wir sind jetzt angebunden X16 vierfach. Tja, somit ist belegt, dass egal welche PCI Express Geschwindigkeit du oben einbaust, die vier Lanes sind dann weg, belegt. Und dann ist der erste Grafikkartenslot halt nur noch mit 8 Lanes belegt statt mit 16. So viel dazu. Ich wollte es ja nicht auf mir sitzen lassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasse doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen und du zukünftig nichts rund um den PC verpassen willst. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielleicht auch im Livestream, wenn ich diesen PC hier weiter zusammenbaue. Also bis dann. Tschüss.